Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. Heute zeigen wir euch, wie man das Wohnmobil umbaut. So, das ist also unser Wohnmobil. Das ist ein Daimler-Benz, Baujahr 86. Also der ist jetzt ungefähr 35 Jahre alt. Das ist ein 7,5 Tonner. Ja, das Gute ist ein Mercedes, er ist robust. Wir bekommen überall Ersatzteile. Wir können ihn selber reparieren oder auch in anderen Ländern gut reparieren lassen. Er hat 136 PS, müsste uns damit auch über jeden Berg und jeden Berg hoch bekommen. Und ja, wir denken, wir haben da eine gute Wahl getroffen mit dem Auto. Hier oben kommt die Dachterrasse. Die wird aus Holz, damit man sich die Füße nicht verbrennt. Und dann können wir morgens hier den Kaffee genießen und abends beim kühlen Bier die Sonne untergehen schauen. Also nach den technischen Details zum Fahrzeug kommen wir jetzt natürlich zum spannendsten und zum wichtigsten, das ist der Innenraum. Wir haben den mal so geplant und so aufgeteilt, dass wir sagen, hier gleich im hinteren Bereich kommt die Toilette hin. Das gibt eine Trockentoilette, damit wir auf Chemie verzichten können, auf chemikalische Einsätze. Die kann man dann von hinten auch entnehmen und entleeren. Im weiteren Verlauf kommt dann die Dusche und der Waschbereich, wo man dann Zähne putzen kann und sich duschen und so weiter. Vorne unterm Fenster gibt es einen kleinen Essbereich, damit man während dem Essen auch rausschauen kann und schauen kann, was draußen so vor sich geht und was so passiert. Ganz vorne sind im Moment noch die Flugzeugsitze drin, die kommen raus, damit wir dort unsere Küchenzeile einbringen können, also mit einer Spüle, mit einem Herd und mit einem schönen Kühlschrank. Und dann, wenn man am Eingangsbereich reinkommt, ist hier unser gemütliches Bett nachher, wo wir unsere vielen Nächte verbringen werden. Und hier, wo ich jetzt sitze, das wird ein abgetrennter Bereich. Da kommt die Technik rein und ein kleines Moped, damit wir auch mobil sind, wenn wir länger irgendwo stehen. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und war auch informativ. Schaut bei den nächsten Videos wieder rein. Wir zeigen euch natürlich, wie wir es umbauen. Es geht dann auch in die technischen Details wie Wasser und Strom. Lasst uns dafür einen Daumen nach oben da oder gebt uns ein Abo. Schreibt uns was in die Kommentare. Unterstützt uns einfach bei unserem Vorhaben. In diesem Sinne, Schuppenflechte, wen juckt's?